Hallo, hier ist Lia 2004 mit einem neuen Video. Der FC Bayern ist nach einer harten Corona-Welle zum Anfang des Jahres mittlerweile fast wieder vollständig. Es fehlen nur noch drei wichtige Spieler. Wie der FC Bayern damit in den nächsten Wochen spielen wird, gibt es in diesem Video. Es waren zwei wirklich schwierige Spieltage mit schwierigen Personalentscheidungen, besonders der erste Spieltag gegen Gladbach. Dieser Auftakt der Rückrunde, da war es besonders schwierig mit den vielen Corona-Fällen. Jetzt am Wochenende gegen den ersten FC Köln ging es ja schon einigermaßen wieder, aber jetzt kommende Woche sollte es endgültig wieder so sein, dass wir der bestmöglichen Startaufstellung sehen. Es fehlen lediglich drei eigentlich relativ wichtige Spieler. Leon Goretzka verletzt noch mehrere Wochen raus. Alphonso Davies Herzmuskelentzündung leicht, der wird mindestens 4 Wochen fehlen. Und auch Kingsley Coman wird noch etwas ausfallen. Wie der FC Bayern jetzt in den nächsten Wochen spielen wird, wie man rotieren könnte, in welchen Partien es wichtig wird, alles in diesem Video. Jetzt kommt es erstmal darauf an, was sind die nächsten Termine beim FC Bayern München. Unter der Woche geht es im DFB-Pokal. Kleiner Witz, natürlich nicht mehr im DFB-Pokal. Die nächsten Spiele sind Sonntag 17:30 bei Hertha BSC Berlin, dann am Samstag 5.2. 18:30 gegen RB Leipzig zu Hause, 12. Februar gegen den VfL Bochum in Bochum und dann am Mittwoch, den 16. Februar gegen RB Salzburg in der Champions League. Das sind erstmal die nächsten 4 Partien. Die 5. wäre dann am 20. Februar Bundesliga. Nächstes wieder ein Sonntag 15:30 gegen Greuther Fürth. Dies heißt erstmal, Alphonso Davies wird wahrscheinlich alle diese Spiele verpassen. Leon Goretzka ist unklar, wahrscheinlich auch die meisten davon. Und Kingsley Coman sollte, glaube ich, innerhalb der nächsten 2 Wochen zurückkommen. Das erstmal zur Personalfrage. Und jetzt kommen wir zur möglichen Aufstellung. Im Tor keine Frage, Manuel Neuer. Gibt's keine Debatte, muss ich nicht viel zu sagen. Bester Torhüter der Welt, einer der besten. Hat gegen Köln auch wieder ein gutes Spiel gemacht, die Null gehalten. Da muss ich... Ich muss nicht viel zu sagen. Auf die Rechtsverteidigerposition. Es kehrt hoffentlich Pavard auf rechts außen zurück. Auf den rechten Verteidiger hat er in den letzten Wochen dann Innenverteidiger gespielt, gezwungenermaßen, beziehungsweise ist in die Innenverteidigung gerückt, nur vereinzelt auf außen gewesen, falls Joshua Kimmich mal vorgerückt ist, der ja Rechtsverteidiger gespielt hat. Ihr wisst, ich bin kein großer Fan von Pavard. Lieber als Rechtsverteidiger sehe ich ihn allerdings als richtigen Innenverteidiger, beziehungsweise ich weiß nicht, wen ich lieber als Rechtsverteidiger sehen würde statt ihm. Weiter geht's mit der Innenverteidigung. Ich nenne direkt mal beide Kandidaten. Für mich gesetzt Süle und Dayot Upamecano. Süle war ja auch angeschlagen, verletzungsbedingt angeschlagen, konnte allerdings beide Spiele bestreiten, die jetzt zum Anfang des Jahres waren. Upamecano beim ersten raus gewesen wegen Covid-19-Erkrankung, beim zweiten gegen Köln. Er war auf der Bank wieder dabei, hat allerdings noch keinen Einsatz bekommen. Es war ja einfach auch wirklich nicht nötig, beide das Spiel ja souverän gewonnen und somit musste man, sollte man, wollte man einfach auch kein Risiko eingehen, dass da irgendwas dann doch zu früh ist, dass er nicht mehr spielen kann. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum die beiden in der Innenverteidigung und warum nicht den besten Innenverteidiger der Bundesliga, Lucas Hernandez, den stelle ich auf den Linksverteidiger. Er kam zum FC Bayern München eigentlich als Linksverteidiger, wurde dann von Alphonso Davies sozusagen ein bisschen ersetzt, beziehungsweise auch notgedrungen in die Innenverteidigung gerückt. Spielt da einfach Hammer, absolut geiler Spieler, einer meiner absoluten Favorites tatsächlich auch beim FC Bayern München, feiere ich sehr. Die andere Option wäre natürlich, dass man ihn in die Innenverteidigung stellt und da mal gucken, wen man von Süle, Upamecano, vermutlich meiner Meinung nach dann eher Süle, rausnehmen würde. Allerdings müsste man dann Omar Richards auf dem linken Verteidiger spielen, wäre ich ein großer Fan von. Allerdings hat er ja einen schwereren Verlauf gehabt als die meisten anderen und da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein, weil wenn er dann zu früh, er ist wieder im Kader, aber wenn er dann zu früh zu viel spielt, wäre das überhaupt nicht gut. Deswegen kann man Richards da spielen, ich habe aber erstmal Hernandez da stehen. Weiter geht's, wir spielen nämlich 4-2-3-1 und jetzt kommt die klassische Doppel-6 beim FC Bayern München. Eine Sechser davon, Joshua Kimmich ist gesetzt, hat absolut stark gespielt, immer dann Corona erkrankt gewesen, auch da noch ein paar schwere Symptome gehabt, sodass er länger raus war, quasi den ganzen Dezember, hat er auch schon das Spiel am 4.12. gegen den BVB verpasst. Jetzt wieder dabei, in alter Klasse, in alter starker Form, wir haben gesehen in den letzten beiden Spielen, wenn er denn mal nach vorne rücken durfte, mitrücken konnte, wurde es gefährlich, hat die letzte, ungefähr letzten 15 Minuten am Wochenende gegen Köln auch auf der 6 wieder gespielt, war da wieder sehr stark, hat sich da direkt eingefunden, der muss auf jeden Fall dahin. Nächster Sechser, und da wird hoffentlich einfach ordentlich rotiert. Ich sag euch, wie es ist. Corentin Tolisso, super starkes Spiel gegen Köln. Hätte es verdient, da zu spielen. Marc Rocker hat sich definitiv auch bewiesen in der Abwesenheit von Leon Goretzka und Joshua Kimmich. Hätte es verdient. Und auch Jamal Musiala hat super gespielt. Hat gezeigt, dass er auch 6 kann. Die würde ich da alle lieber sehen.
als Marcel Sabitzer, ihn hoffentlich nicht, hat mich einfach nicht überzeugt, überzeugt mich generell nicht beim FC Bayern München. Die anderen drei Kandidaten schon, ich gehe mal davon aus, dass wir aufgrund besonders dieser starken Performance erstmal Corentin Tolisso sehen werden in den nächsten Wochen in der Startelf. Er erinnert mich tatsächlich einfach auch an, ja, an Leon Goretzka, ist natürlich nicht ansatzweise so stark, aber er erinnert mich an Leon Goretzka. Beim letzten Spiel extrem viele Wege gemacht, ein absolutes Traumtor geschossen, ist durchaus torgefährlich, viel mit nach vorne gearbeitet, deswegen erinnert er mich an Leon Goretzka und er wäre meine erste Wahl auf dieser Position. Wir können direkt weitermachen mit den Offensivspielern vorne. Links Sané, in der Mitte Thomas Müller, rechts Serge Gnabry. In der Abwesenheit von Kingsley Coman ist natürlich auch die Rechtsaußenfrage eindeutig geklärt. Thomas Müller sowieso gesetzt und links hoffe ich mal, dass Leroy Sané. Er hat stark angefangen, direkt nach seiner Covid-Erkrankung, als er im letzten Spiel zurückkam, hat gute 30 Minuten gespielt, 2 Tore vorgelegt auf Lewandowski, beide sehr identisch, hat eigentlich ein bisschen langsam gewirkt, sag ich mal, dass er noch nicht wieder 100% fit war, allerdings dann 2 Torvorlagen sprechen natürlich auch für sich. Mögliche Backups auch hier, Jamal Musiala, der kann da vorne ja eigentlich alle Positionen spielen, den könnte man sowohl im Zentrum als auch auf Außen einsetzen und ansonsten Malik Tillmann oder Lucas Copado, einer aus der jüngeren Elf, würde ich mich sehr freuen, wenn man denen einfach nochmal ein bisschen Spielzeit gibt. Es wäre einfach schön, ihr könnt ja nichts gegen sagen, es wäre einfach schön, wenn Lucas Copado, 17 Jahre alt, noch genauso alt wie ich, bisschen älter, einfach spielen würde, es wäre einfach krank. Und im Sturm eigentlich auch keine Frage, natürlich Robert Lewandowski gesetzt, die Nummer 1 da vorne, Choupo. Sollte wohl auch bald hoffentlich mal irgendwann vom Afrika-Cup wiederkommen. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, ich weiß gar nicht, wie lange der noch geht. Aber brauchen wir auch nicht wirklich ein Backup, ansonsten stellt man da Sané rein. Wenn man einfach mal rotieren will, eigentlich Lewandowski sowieso gesetzt. Deswegen, falls man wechselt, Sané in Sturm umstellen, Musiala auf Außen bringen, wie auch immer, das sollten wir eigentlich hinbekommen. Das war's auch schon von diesem Video. Wenn es gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Aktiviert unbedingt die Glocke. Aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen, denn ich habe gesehen, dass tatsächlich gar nicht so viele Leute Benachrichtigungen auf die Videos klicken. Deswegen aktiviert unbedingt die Glocke und schreibt mir natürlich auch ganz wichtig eure Meinung zu dieser Ausstellung in die Kommentare. Das war's von mir und ciao.